Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und wir gehen natürlich direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon in 10 Sekunden da. Und dann mal gucken, was heute reinkommt. Gestern gab es alle Ikonensachen zurück, warum auch immer. Mal gucken, was heute reinkommt. 3, 2, 1. Und der neue Shop ist da. Oh, der Cypress Nellis hier. Den konnte man letztens im Turnier gratis gewinnen. Hier gibt es eine Hacke dazu und einen Gleiter noch. Okay, sehr, sehr nice. Auf jeden Fall ein cooler Skin. Kommen wir dann gleich zu. Ansonsten, oh, die Einzelleiterin zurück. Und das Rückenteil hier von gestern ist ebenfalls noch da. Okay, Sonderangebot. Hier gibt es ganz viele Tänze. Auch wieder Ikonentänze. Das ist schon mal sehr nice. Und ansonsten Master Chief, Ikonensachen sind auch noch hier. Da gehe ich dann heute nicht mehr durch, das kennt eh schon jeder. Fangen erstmal ganz oben an mit dem Cypress Nell. Wie gesagt, den konnte man in einem Turnier gewinnen. Ist ein cooler Skin, hat sogar noch einen zweiten Stil, das wusste ich gar nicht. Ja, geht klar. Hier gibt es noch ein Rückenteil und dann gibt es hier sogar noch eine Hacke. Oha, was ist denn hier los? Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten Stil. Und dann gibt es auch noch einen Gleiter. Der sieht heftig aus. Auch der hat einen zweiten Stil. Und der Gleiter hat auf jeden Fall was. Den finde ich ganz nice. Heute auf jeden Fall dann neu hier im Shop. Ansonsten die restlichen Sachen kennt, glaube ich, eh schon jeder. Der Unendlichkeits-Skin ist sehr, sehr oft im Shop. Und zuletzt vor einem Monat. Sehr, sehr cool animierter Skin. Und da gibt es ja noch das Rückenteil. Genauso wie einmal hier die Hacke dazu. Und dann auch noch hier die Lackierung. Ganz coole alte Sachen. Und dann gibt es hier nochmal den Spinnenritter zurück. Der Skin in diesem Ritterlook gefällt mir noch sehr, sehr gut. Hat hier einen Rückenteil und da gibt es auch hier noch den weiblichen Skin mit einem sehr, sehr gruseligen Rückenteil. Auch nochmal zurück. Und dann gibt es einmal hier die Hacke. Und natürlich auch hier den Gleiter nach 2 Monaten alles zurück. Und das sind schon die vorgestellten Sachen. An der Stelle gerne ganz kurz Unterstützer einen Creator klicken und den Code Detour eingeben. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wir gehen schon zu den täglichen Sachen. Und hier gibt es wieder sehr, sehr seltene Sachen. Einmal der Raupenrekrut. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so selten ist. Aber der ist zurück nach 607 Tagen. Also auch schon wirklich über ein Jahr her. Fast 2 Jahre sogar. 607 Tage her. Ultra selten. Hier noch mit dem Rückenteil diese Raupe hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Aber auch der Skin, wie gesagt, sehr selten und heute nochmal zurück. Und ansonsten gibt es dann eben die Einsatzleiterin und da wusste ich schon, dass sie was seltener ist. Und die ist nämlich zurück nach 293 Tagen. Auch ein sehr, sehr cooler Skin. Hier noch mit mehreren Stilen. Sehr, sehr cooler Skin. Auch schon, wie gesagt, seltener geworden. Hat auf jeden Fall noch einen Rückenteil hier. Ist ein sehr, sehr entspannter Skin. Ansonsten gibt es den Kommando nochmal zurück. Der Skin war auch schon sehr oft im Shop. Zuletzt vor einem Monat. Darunter gibt es wie gesagt nochmal hier das Wappen von gestern nochmal hier im Shop und ansonsten gibt es Fitnessrunde. Ist nach einem Monat zurück. Sehr, sehr cooles, aufgedrehtes Emote. Und an letzter Stelle gibt es hier Davonwatscheln, ein Fortbewegungs-Emote. Auch nach einem Monat zurück. Sieht ganz lustig aus. Und dann hier ansonsten, wie gesagt, die ganzen Ikonenreihe-Emotes. Einmal hier das BTS Dynamite-Paket. Und hier gibt es einmal diese 2 Emotes von dem BTS-Lied halt. Ganz cool. Und nochmal zurück nach 168 Tagen. Also auch schon seltener. Sehr, sehr coole Ikonenreihe-Emotes. Dann gibt es einmal Say So hier. Kennen die meisten auch schon. Ist nach 10 Tagen zurück. Darunter gibt es Don't Start Now. Auch nochmal zurück nach einem Monat. Dann gibt es hier Pull Up. Zurück nach 10 Tagen. Darunter gibt es hier Savage, auch schon auf dem Shop gewesen, zuletzt vor 16 Tagen. Dann gibt es einmal Jabba Rhythmus, ist nochmal nach 26 Tagen zurück, passend hier noch mit Los Mufasa. Auf jeden Fall alle Ikonen-Modes nochmal hier im Shop, ganz nice. Könnt ihr euch auf jeden Fall im Spiel ein bisschen länger anschauen. Ich muss hier leider ganz schnell durchgehen, weil sonst das Video halt hier gesperrt wird. Ansonsten hier Master Chief, Ikonen-Skins. Und das war's eigentlich auch schon mit dem riesigen Shop.